Hallo und willkommen zurück zu Train Fever. Und das ist jetzt die erste Aufnahme, nachdem ja, ich eure Kommentare lesen konnte. Jedoch muss ich einschränken, die vierte Folge ist noch nicht draußen gewesen. Dementsprechend kann ich nicht alles sagen, ob das. Beziehungsweise habe ich nicht alle eure Kommentare gelesen. Aber was ich auf jeden Fall gesehen habe, war, dass ich hier anscheinend, vielleicht durch den Umbau nicht mehr, zu wenig schnell fahre. Schauen wir mal kurz. Nee, das ist falsch. Und zwar fahre ich hier, habe ich hier, ah genau, hier ist so eine Stelle, wo wir nur 57 fahren können. Die müssen wir natürlich umbauen. Das heißt, wir bauen mal, ja, sicherheitshalber von da nach da weg. Und, ja, da kommen wir jetzt mit 106 durch. Das ist schon mal deutlich besser. Schauen wir mal. Bis wohin gehen 120 da? Ja, dann fahren wir doch mal bitte bis dahin 120. Und das geht jetzt natürlich überhaupt nicht mehr, okay. Dann reißen wir das hier nochmal ab. Dann kriegen wir auch das. Und bauen hier nochmal rüber. Ja, 84 ist mir zu wenig. Wow, wer sagt denn, dass wir nicht auf die andere Seite fahren können? So, überall 120. So, dann reiße ich lieber auf der anderen Seite noch ein Stück ab. Mal ein großes Stück, naja. Da sollten wir nämlich schon schauen, dass wir wirklich durchgehend 120 fahren. So, jetzt sieht das gut aus. Haben wir auch verbunden? Natürlich nicht. So, diesmal passt, wunderbar. So, und jetzt noch die andere Seite. Sollte ja dann hoffentlich kein Problem sein. Sieht gut aus. Fahren wir erstmal nur bis dahin. Und jetzt schauen wir, dass wir hier noch reinkommen. Bevor wir den Tunnel bauen, den können wir jetzt irgendwann mal angehen, aber gerade noch nicht. Also, ich glaube, die hat man. Die einmal hier hin. Einmal dahin. So. Dann sollte das wieder passen. Gut. Können wir auch schnell sehen, wenn wir auf Linien gehen. Ja, passt. Also, findet wieder einen Weg. Und wir können auch schneller fahren. Und was ihr meintet, wir sollen unbedingt mal mit Waren anfangen. Und das finde ich auch eine gute Idee. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit immer nur Bevölkerung transportiert. Und mit Waren wachsen die Städte auch deutlich schneller. Drum sollten wir das machen. Und was ich habe ein bisschen rumgeschaut. Was ich denke, das Beste ist, wir haben hier unten eine Haushaltswarenfabrik. Also das, was wir immer brauchen, ist Güter. Und was wir dafür brauchen, ist Plastik und Eisen. Und ich habe ein bisschen geguckt. Eisen gibt es, kann sein, dass ich irgendwas übersehen habe, aber zum einen hier. Dafür brauchen wir Kohle und Eisenerz. Eisenerz war, ich glaube, da. Genau. Und Kohle gibt es hier drüben. Wobei wir dann auch dieses Ding benutzen können. Ja, wie auch immer. Und was wir noch brauchen, ist Plastik. Und Plastik gab es hier. Genau, eine Kunststofffabrik. Die braucht Öl. Und Öl war hier. Ölquelle. Und, ja, ich meine, wir könnten jetzt anfangen mit irgendwelchen LKWs und sonst was. Aber ich finde, Züge ist immer toller. Drum machen wir das Ganze mit Zügen, brauchen dafür jetzt einen Güterbahnhof. Fangen wir mit einem kleinen an, wenn es soweit sein sollte, können wir den immer noch vergrößern. Und, wo setzen wir den denn hin? Ja, also das Problem ist, die Güter, sieht man jetzt gleich, wollen irgendwo immer hingebracht werden. Ich mache mal kurz Höhenlinien an. Oh Gott. Wir kommen aus der Richtung, oder? Ja. Ich meine, wir könnten es jetzt hier irgendwie hinbauen. Kommen aber ziemlich tief rein. Dementsprechend werden wir vielleicht lieber schauen, dass wir das Ganze
so hinbauen. So vielleicht. Ja, machen wir mal. Und dann mit einer Straße. Das müssen wir zum Glück nicht mal selber machen. Das Ganze verbinden. So, das Ganze jetzt hier auch nochmal. Also ein Bahnhof. Wie am besten. Na, theoretisch könnte man den. Schau ich mal das Terrain an. Das ist eine Katastrophe. Machen wir es so. Brauchen eigentlich wirklich nur einen Halt. Das passt schon. Verbinden das Ganze. Gut ist. So. Jetzt brauchen wir noch Schienen. Also ganz normale Schienen, die da hinten hinführen. Ja, wenn wir das Ganze verbinden, so kostet es 5 Millionen. Liegt daran, weil er hier eine schöne Brücke baut. Dementsprechend machen wir das so nicht. Sondern wir schauen mal, ob wir das Ganze irgendwie schöner in die Landschaft bekommen. Meine Brücke ist ja an sich gar nicht mal so unschön, aber naja. Jetzt habe ich natürlich überhaupt nicht auf die Geschwindigkeit geachtet hier. Ja, das wird interessant. Das wird sehr interessant. Fangen wir vielleicht mal auf der anderen Seite an. Schauen wir mal, ob das besser wird. Muss ich hier noch abbrechen, oder? Ja. Komm mal her. Diese Aufschüttung, das ist einfach nur hässlich. Aber hilft dir nichts. So, da kommen wir jetzt zumindest mal langsam runter. Ja, also ich meine, der Weg ist nicht lang, dafür ist die Strecke umso länger. Wahrscheinlich hätte man doch LKWs nehmen sollen. Ja, dann machen wir hier mal eine Brücke. Gott, du sollst nach unten. Fährt der überhaupt nach unten? Ja, tut er tatsächlich. Kommt man in irgendeiner Stadt vorbei, zu der wir überhaupt nicht wollen? Jetzt schauen wir mal, wie wir hier wieder hochkommen. Vielleicht fahren wir echt so rum hoch. Bauen hier einen kleinen Tunnel. Wir sind jetzt immer noch im Tunnel, oder? Ach Gott. Dann fahren wir so nicht hoch. Ja. Jetzt haben wir schon wieder einen Tunnel. Okay, da, also das Ding hier oben ist ungefähr mal total bescheuert. Das ist total bescheuert. Das sieht auch total hässlich aus. Lassen wir es nochmal ab. Und versuchen uns mal in landschaftsgestaltungstechnischen. Das Ganze ein bisschen größer, also. So. Naja. Naja. Ja, wir können mal gucken, ob wir vielleicht wirklich durch die Landschaft etwas rauskriegen, dass wir hier ein bisschen eine Trasse reinkriegen, die vielleicht dann ein bisschen besser aussieht. Schauen wir mal. Probieren wir jetzt einfach mal. Es ist viel zu steil.
Ja gut, dann fahren wir hier halt nur 80. Das ist die komplett falsche Richtung. Ich hätte doch die Brücke vorher für 120.000 bauen sollen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier so eine Kurve rein. Da können wir dann halt nur 46 fahren. Dafür kommen wir hier jetzt langsam wieder runter. Das ist so bei Gebirgsbahnen. Die können nicht immer schnell fahren. So. Unglaublich. Das Ganze ist verbunden. Jetzt brauchen wir noch ein Depot. Das setzen wir jetzt einfach dahin. Depot. So, und wir wollen Öl hier erstmal liefern. Oh, mir fällt gerade auf, hier sollte man natürlich auch noch irgendwas wegliefern. Ach, shit. Ja, gut, schauen wir dann. Schauen wir dann. Jetzt erstmal Züge kaufen. Und zwar Lokomotive. Ja, wir nehmen die Borsig. Und brauchen Güter. Und zwar einen Kesselwagon, genau. Hier. Besseren haben wir noch nicht. Kapazität Öl 4. Ja, ich würde sagen, die Fahrt ist doch etwas länger. Machen wir mal 20. Also für 20. Und fahren von hier nach da. Genau. Und das Ganze ist... Was sind das? Irgendwas? Rheinbrohl Öl. Öl. Rheinbrohl. Gesundheit. So, und dieser Zug darf auf Öl Rheinbrohl fahren. So. Und wenn wir jetzt hier mal Cargo anmachen. Sollten wir hoffentlich gleich sehen. Schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert oder ob die Strecke zu lang ist oder sowas. Vielleicht muss es hier auch noch einmal... Braucht es auch noch kurz. Das Ding ist schon verbunden, oder? Ja. Oh. Straßenfahrzeug 3. Schauen wir mal kurz. Ja gut, das sieht man natürlich jetzt nicht. Dann machen wir hier mal die Liste aller Fahrzeuge. Oh, okay. Also. Bus Grünenbach. Suchen wir mal ein neues Fahrzeug aus. Was bist du denn? Bus. Dementsprechend wollen wir das hier. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob es das ist. Wenn wir jetzt hier sagen, automatisch ersetzen, dann sieht man jetzt gleich, Ding, ist was Neues. Und das machen wir hier wieder aus. Das machen wir jetzt hier überall. Auch hier, bitte ersetz dich automatisch. Der hier auch. Fahrzeug festlegen. Das Ding. Yep. So, und dann wieder nein. Der Testbus auch bitte. So, ist gleich ersetzt, hoffentlich. Noch nicht. Jetzt, ja. Also auch wieder aus. Grünenbach dasselbe. Ja, das Ding bringt es noch nicht wirklich, aber mei. Ah, die fahren beide auf derselben Linie. Dementsprechend sind jetzt beide ersetzt. Passt wieder. Gut. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Bis auf die Tatsache, dass hier noch kein Öl fließt. Warum denn? Dauert die Linie zu lang oder was? Was sagt er denn? Öl 11 Minuten. Sollte doch passen, oder nicht?
Schauen wir mal kurz noch. Jetzt haben wir noch ein Straßenfahrzeug mit 6, aber lassen wir jetzt mal kurz. Ich möchte jetzt viel lieber wissen, ob jetzt hier langsam mal Öl kommt. Ah, Linienbenutzung, ja. Okay, also. Habe ich Cargo wieder deaktiviert? Eigentlich nicht. Ist noch nichts wartend. Dauert jetzt vielleicht ein bisschen. Na komm schon. Produktion 1 ist natürlich jetzt noch nicht viel. Dementsprechend kommt da auch nicht viel. Oder auch in dem Moment gar nichts. Aber ich hoffe jetzt mal, dass das jetzt schnell ändert. Na komm schon, so kann ich nichts zeigen. So weit ist der Weg jetzt zum Bahnhof auch nicht. Ah, jetzt. Hier sehen wir jetzt das Öl. Hier den Cargo-Dingens. Das kann man nicht anklicken. Das ist auch nicht irgendwie eine Person oder sonst was, sondern das Gut bewegt sich jetzt zum dahin, wo es hin soll. Und das ist in dem Fall der Bahnhof. So, und das sieht man jetzt hier, sobald es angekommen ist, ja, ist es sofort eingeladen und fährt weiter. Und das Interessante jetzt ist, solange hier das ganze Öl benutzt wird, wird die Produktion jetzt langsam steigen. Wird nicht schnell sein, aber eigentlich immer schneller wird steigen. Und sobald die Obergrenze erreicht ist, wird diese auch vergrößert. So, und darum fahre ich jetzt auch die ganze Zeit, weil wenn ich jetzt warte, dann sagt es, ja, das Öl kommt ja gar nicht los hier, was willst du von mir? Dementsprechend wird da auch nichts passieren. So, und hier wird jetzt eben Plastik hergestellt. Und mit dem Plastik, haben wir gesagt, wollen wir, ich glaube, hier hin. Oh Gott. Mit anderen Worten, wir wollen eigentlich die komplette Strecke genau gleich fahren. Aha. Das heißt, wir könnten überlegen, ob wir denselben Zug nehmen dafür. Das machen wir jetzt zumindest am Anfang noch. Schauen wir erstmal, wie wir hier hochkommen. Erstmal an dem Häuschen irgendwie vorbei. Das Schöne ist, man kann alles umbauen, wenn wir irgendwann sagen, wir brauchen es anders. So. Dann kommt man jetzt an dem Häuschen vorbei und jetzt irgendwie da den Berg hoch. Könnten einen Tunnel nehmen. Ja, ich glaube, da bietet sich ein Tunnel echt an. Und ich finde Tunnel auch persönlich irgendwie ganz nett. Und wahrscheinlich gleich noch einen. Ja, ist wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. So, bis hierhin ungefähr erstmal. Jetzt brauchen wir hier einen Bahnhof, wieder vom Typ Güter. Diesmal mindestens 2 Gleise. Wie Kollision. Weil wir wollen ja noch was anders anliefern. Machen wir vielleicht, um sicher zu gehen, 3. Weil wir wollen ja auch Güter wegliefern. Und das Ganze packen wir einfach dahin. Schauen wir mal, wie wir da rumkommen. Also die Position hier ist ziemlich bescheiden. Ja, und das habe ich befürchtet. Das war ein bisschen zu viel. Ich hoffe, ich muss... Nein, ich möchte nur dieses Stückchen hier. Das ist was, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man irgendwie nicht genau sagen kann, was man abreißen will, weil ich meine, den Tunnel hier möchte ich irgendwie eigentlich nicht abreißen. Ach. Gut, die letzten 2 Meter kannst du auch ein bisschen langsamer fahren. Wie Steigung zu groß. Ich glaube fast, das ist günstiger, den neu zu bauen. Das bringt mir auch nichts. Gut, dann halt doch nochmal. Immer noch Steigung zu groß.
hab's befürchtet. Scheiße. Wo müssen wir denn raus? Hier. So. 500.000 in Sand gesetzt. Yay! Und alle so. Yeah. Gut. Das heißt, hier ist, wartet jetzt Öl, wie man hier sieht. Genau, ein Stück zwar nur, aber es wartet immerhin Öl. Und ich hoffe, dass das jetzt langsam losgeht, dass da ein bisschen mehr passiert. Also Produktion ist hier natürlich wirklich was, was auch daran liegt, weil hier nichts ist. So, also Linie. Öl ist danach. Haltestelle hinzufügen. Das da. Genau. Und dementsprechend muss besagter Zug, den ich nicht sehe, da ist er. Jetzt erstmal ins Depot. Damit wir danach noch Plastik mitnehmen können. Gut, also Güter Plastik. Bist du Plastik? Kann auf jeden Fall Plastik mitnehmen. Gut. Nehmen wir mal erstmal 3 und dann darfst du jetzt wieder auf Öl irgendwas fahren. Und fährst natürlich jetzt erstmal hier nach Rheinwohl West. Wo du Öl mitnimmst. Produktion 0, ja. Wieder dasselbe. Nachdem die Linie weg war, produziert er kein Öl mehr. Ja. Mal schauen. Eventuell müssen wir die Linie verdoppeln oder sonst was, um den Takt zu erhöhen. 16 Minuten ist schon ziemlich ewig. Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen was machen. Du solltest eigentlich nur parallel sein. Bist du parallel? Ja, bist du, okay. Ich meine, hier im Grünen ist das Ganze ja mal hoffentlich kein Problem. Und gehört, wie viel würde uns das denn kosten? Bis hier oben. Ja, komm. Investieren wir's. Ach, shit. Wieder 2 Meter zu früh. So, jetzt aber. Gut, dann wären wir schon mal hier. Und jetzt eigentlich können wir es komplett durchbauen, oder? Wenn wir schon mal da sind. Einfach nicht auf den Preis achten. Das ist immer das Beste. Vor allem, ich sehe überhaupt nicht unseren Kontostand, weil ich immer noch die Sachen falsch positioniert habe, aber gut. Und wieder selben Fehler gemacht. Bitte reiß nicht so viel ab. Man sieht es halt wieder mal nicht. Ah, okay, geht. Gut, dann ein paar Signale. So, jetzt sollte er zumindest mal richtig fahren. Kann ich auf Brücken keine Signale bauen oder anscheinend? Naja, wird schon passen.
dementsprechend auch noch hier eins und direkt da eins. Gut, jetzt könnten wir das Ganze zumindest hier schon mal verdoppeln, was nicht ganz verkehrt wäre. Gut, der Bahnhof ist natürlich nur noch einzig. Wie nennt man es? Ja, also nur in eine Richtung, aber naja. So, wir sind hier leider immer noch nur bei 1. Ich hoffe, dass wenn ich das Ganze jetzt verdopple, das deutlich besser geht. Also nochmal eine Borsig. Wieder mit ein paar davon und 1, 2, 3 Güter. Und du fährst auch auf der Linie. Kommt gerade noch ein Öl rein, das aber direkt wieder weitergeht. Und jetzt sind wir bei 8 Minuten. Ich hoffe jetzt doch mal, dass bei 8 Minuten das Ganze hier funktioniert. Apropos, was wir auch schauen könnten, wäre, dass wir hier das Ganze so machen. Dann kann man sich nämlich aussuchen, in welchem Bahnhof man fährt. Was auch nicht verkehrt wäre. Ebenfalls werden wir hier vermutlich das Ganze eh zweispurig brauchen. Oder auch, kann ich aus einer Weiche ein Fahr auch geradeaus machen? Finden wir jetzt mal raus. Also von hier da rein. Gut, dann halt das Ding nochmal weg. War ja klar, dass das nicht ganz so einfach geht, wie ich mir vorstelle. Und zwar sollst du durchgehend bis dahin sein. Gut. So, und jetzt können wir hier noch eine Ausweiche bauen. Oder Hosenträgerweiche, wie das Ganze anscheinend heißt. Wir fangen jetzt da an. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier nochmal einen Tunnel bauen. Mietkollision. Was ist das denn jetzt? Ich habe ein bisschen Angst. Bis dahin mager. Ab da nicht mehr. Oh Gott, was macht er denn da? Im Tunnel kann man ja, glaube ich, keine Weiche bauen. Das wäre ganz praktisch gewesen. Ja. Blöd. Schauen wir mal, ob wir das ganze Problem ein bisschen verschieben können. Und das hier zumindest mal doppelt bauen können. Ja, das geht. Ist doch schon mal was. Was ein bisschen blöd ist, ist, dass theoretisch wir ja jetzt auch einfach vorbeifahren könnten. Nur ist es dann komplett falsch rum. Also eigentlich müssten wir genau auf der anderen Seite vorbeifahren. Machen wir jetzt trotzdem mal. Einfach so aus Spaß. Die Signal im Weg. Signal, geh weg. Das wird jetzt eine interessante Konstruktion. Und zwar, wir wollen hier rein. Und zwar von da drüben. Also so. So, irgendwie. So, dass wir jetzt von hier drüben da reinfahren können. Und dann hier drüben. Na? Nicht? Hier rüber wieder. Weil wir gerade dabei sind und sonst was sein könnte.
Die bauen nicht möglich. Wieso nicht? Ja, da war's doch. Genau. So. So, und jetzt? Bis dahin sieht's gut aus. Und jetzt müssten wir nochmal in den Tunnel rein. Was er nicht mag. Ich mag den Tunnel nicht abreißen, der war scheiße teuer. Ich habe die Befürchtung, ich muss es trotzdem. Gut. Was? Okay, Terra, bitte. Mag er nicht. Warum magst du da nicht? Warum magst du hier kein Terra angleichen? Hä? Ist da noch irgendwas? Nicht, oder? Ah, da war noch ein Stückchen Weiche. Okay. So. Einmal den Hang schön. Mehr oder weniger. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Was zum Henker? Wie viel hatte der denn gerade abgerissen? Boah, ey, ich wollte einen Millimeter abreißen und nicht einen Kilometer. Vielen Dank auch. Man baut sowas ja gerne zweimal. So, jetzt nehmen wir mal die linke Spur, beziehungsweise die rechte Spur. Und ziehen die bis dahin. Okay, das geht. Und jetzt hoffe ich, dass er nicht schon wieder jammert. Sieht gut aus. Unglaublich. Tatsächlich unglaublich. Wir haben es geschafft. Der Tunnel ist gebaut. Dafür ist der wieder weg. Den hatte ich doch schon. Wie? Hä? Was passiert hier? Das Ding nochmal weg, weil das ist nicht parallel verlegt. Also, sowas finde ich ganz ehrlich nicht toll. Wenn auf einmal solche Sachen wieder weg sind. Finde ich nicht fair. Naja, wie auch immer, wir haben es geschafft. Jetzt brauchen wir noch ein paar Signale. Also, etwas verplant. Hier lang sollen sie so fahren. Da lang sollen sie so fahren. Aber hier sollen sie wieder so und so fahren. Das heißt, sie müssen theoretisch da mal kurz warten. Dasselbe hier. Hier sollen sie so lang fahren. Und da sollen sie so lang fahren. Dementsprechend brauchen wir hier noch eins. Hier noch eins. Hier können sie meinetwegen auch reinfahren. Dann können wir hier noch ein paar bauen. Eins, zwei, einfach um sicher zu gehen. Und das Ganze hier auch nochmal da und da. Gut, wir hätten natürlich jetzt auch sagen können, für den Weg fahren sie umgekehrt, aber ich finde es so fast lustiger. Gut, passt das Ganze. Also, sie fahren so. Ja, sieht richtig aus. Sieht richtig aus. Gut, dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Sehr verplante Aktion. Und teure Aktion. Sagt mein Kontostand. Ja, gar nicht mal so schlecht. Können wir ein bisschen was zurückzahlen.
Machen wir auf 2 Millionen Schulden wieder runter. Und jetzt müssen wir gucken, ob sich hier die Produktion wieder erhöht. Also zumindest Ralder wieder, dass er hier was produzieren soll, darf, kann, muss. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und jetzt ist sie wieder bei Null. Hä? Wieso das denn jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Also die ist mir definitiv zu gering, diese Produktion. Ja, ich meine, also hier wandert es hin. Aber es wird da auch noch nichts produziert. Da kam mal wieder was. Also das müsste jetzt mittlerweile schon bei 10 oder mindestens so sein. Kann natürlich sein, dass die Strecke recht lang ist und so, aber eigentlich... Eigentlich ist das eher komisch. Typ Bedarf Potenzial 3. Versuchen Sie mehr Plastik abzutransportieren. Ja, liefer es mir doch mal. Und hier, ja, mei, wenn nichts da ist, dann kann ich auch nichts abtransportieren. Aber das funktioniert auf jeden Fall schon mal, dass Sie hier vorbeifahren. Und hier reinfahren. Ja, zumindest das läuft. Gut, dann haben wir beim nächsten Mal noch ein Rätsel vor uns. Also wenn ihr eine Idee habt, was ich, ob ich jetzt irgendwie gerade einen kompletten Denkfehler begehe, lasst es mich gern wissen. Was bist du denn? Ah, das ist Öl, das von alleine wandert. Na gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.